Und jetzt ist Armin Thurnherr zu Gast. Der Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter, Armin Thurnherr. Das ist in Ordnung, dass du da bist. Magst du Frukade oder Eierlikör? Bier gibt's keines. Bier gäbe es hinten. Hinten haben sie mir gesagt, Bier gibt's vorne. Lieber Armin, es ist schön, dass du da bist. Du sagtest es. Und ich freue mich und ich liebe dich, aber ich muss dich trotzdem jetzt natürlich segieren. Ich habe mir gedacht, ich beginne so. Bist du eher Anarchist oder linker Chaot? Wie kommst du auf das? Weder noch. Weder noch? Weder noch. Oh, aber früher? Ja, früher schon. Ja, früher. Naja, das war halt 68er Zeit üblich, aber ich. Jetzt? Das ist 68er Getue, das wollen wir uns nicht antun, oder? Nicht mehr. Ich hasse das, ehrlich gesagt. Du hast? Ich hasse diese Reminiszenzen und dieses, wie es früher so toll war und so. Ja. Bist du Mitglied oder ersehnst du eine Mitgliedschaft in der SPÖ? Ich entnehme Ankündigungen, habe auch gehört, dass du auf der Bühne wiederholt den Falter als sozialdemokratische Zeitung da angekündigt hast. Ist das darf ich dich fragen, wie du das gemeint hast? Ist das nicht so gemeint von eurer Seite? Ja, ich weiß nicht, was du darunter verstehst. Verstehst du sowas von weltanschaulicher Ausrichtung oder finanziert von der SPÖ oder besetzt von SPÖlern oder was willst du damit sagen? Schau, es ist so, es gibt ja doch in dem Wiener Spiel, sowas wie Attribute verteilen, Bunzen aufdrücken und eins davon ist, man nennt was sozialdemokratisch und es ist nicht so cool. Wer dich? Ich versuch's ja. Und nein, zwar? Nein, aber was, ich meine, wirkt der Falter wie eine sozialdemokratische Zeitung? Ja! Wieso? Also ich, der ja wirklich der wohlwollendste Leser bin, komme nicht umhin, eine gewisse... Also es ist so, die strategische Überlegung des sozialdemokratischen Weges, der ja da letztendlich eine ist, weil die Grünen sind ja dasselbe in Grün, das heißt, man mündet also immer... Die Grünen sind auch Sozialdemokraten. Die Grünen sind auch Sozialdemokraten, das heißt, man mündet letzten Endes immer in das eine, dass man sagt, na gut, machen wir heute ein bisschen was. Irgendwoher müssen die Wurstsemmeln ja kommen, ne? Genau. Wenn meine Mama nicht nächste Woche 15.000 Schilling überweist, ist in Gumpendorf die Hölle los. Ich war einmal der Herausgeber der jungen Kirche Maria Lourdes. Und da haben wir natürlich auch geschrieben, der Papst soll sich bemühen. Verstehst du, was ich meine? Was man zum Thema macht, das ist bedeutend, sagt der Ballen. Verstehst? Das heißt, ihr macht, also ich habe so eine inner-SPÖ-ige Sehnsucht, dass die SPÖ schlanker, effizienter, volksnaher, mit mehr Herz und halt bemühter ist. Was habe ich denn da noch? Ja, genau. Einmal ist ein Leserbrief an uns gerichtet worden, also, in meiner Angelegenheit. Es gibt dem Feldberg das Kommando. In eurer Zeitung ist ja kein Posten des Herausgebers vorgesehen. Nein. Der Herausgeber ist eine Firma, GmbH so und so, Falter GmbH. Aber man kann doch auch eine Person mit der Herausgeber aufnehmen. Ich meine, wenn jetzt meine Wohnung nächstes Jahr im März zusammengeräumt ist, habe ich mir gedacht, strebe ich überhaupt nach einer beruflichen Veränderung. Wäre es für euch denkbar, sagen wir, du bleibst Chefredakteur, ja? Vorläufig. Was bietest du? Könntest du dir vorstellen, einen Herausgeber? Nein, was bietest du? Das ist die Frage, was du... Ich schreibe jede Woche zwei Seiten. Dazu müssen wir aber nicht...
Das also wäre Sozialdemokratie pur, gell? Weil ich bin ja streichelweich. Moment, Telefon. Hallo? Ja. Ja, ich müsste mich. Ja. Mhm. Okay, das frage ich noch. Gott im Ohr. Die kommt vom Palm, gell, diese Soziale, die hat er jetzt noch gesagt. Nein, der Palm hat nur gesagt, jetzt wird es aber das tief. Das ist ein typischer Austromarxist. Nein, der Palm hat gesagt, jetzt wird es aber tief. Okay, ich weiß nicht, ich bitte euch recht herzlich, schreibt's gut. Ich danke dir für den milden Behandlung. Wollt ihr den Bogenschießen mitmachen? Ja, wir machen ein Turnier, ja. wo die Sieger ja, am Schluss gewonnen haben. Und und zwar von diesem Strich her, bis jetzt führt Psota vor Askin, gefolgt von Falkner und Muri. Der Pitch war noch nicht, ne? Der Pitch hat nichts geschossen. Danke, lieber Robin. Das hast du absichtlich gemacht. Nein, ich kann es nicht vergessen. Ich danke dir. Danke dir. Ich danke euch recht herzlich. Ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr jetzt den Leuten nach den Mund geredet. Es ist verdammt schwer, im Rücken den Teufel vorne, die Einschaltquoten, das wiederkommt und so. Also es ist verdammt schwer, man gerät so in einen Tonfall des Herablassens hinein, wo man dann sich so gut vorkommt. Es ist verdammt gefährlich, es ist eine Kippe zwischen Existenzialismus und Kabarettismus. Ich bitte euch, also wirklich, also es ist ein verdammt schwieriges Unterfangen, hier auf der Bühne zu stehen, daheim, die Mama wird älter, die Wurstzwiebeln. Kommt's nächste Woche wieder, sagt's es weiter, das ist ganz gemütlich, da ist der Saal ist geheizt. Ich danke herzlich.